Hallo, liebe Teens. Es ist wieder soweit. Hour of Power. Wir sind ja aktuell dabei, das Markus-Evangelium uns anzusehen. Und jetzt sind wir schon bei Markus Kapitel 6 angelangt. Und dieses Kapitel war echt lang. Ich glaube, dieses hat fast 60 Verse. Und da finden wir ganz viele unterschiedliche Geschichten, ja, die Jesus gemeinsam mit seinen Jüngern erlebte. Und die Hour of Power soll dir ja helfen, deinen Jesus persönlich kennenzulernen. Und wisst ihr, was das Schöne an Jesus ist? Jesus will dich immer in ein Abenteuer führen. Und jetzt schaust du mich an und sagst, Matthias, ich bin 12 Jahre alt, 13 Jahre alt, vielleicht auch schon 15. Was hat das denn mit mir zu tun? Was ich spannend finde, wir finden in Markus Kapitel 6 diese eine ganz besondere Geschichte. Jesus ist mit seinen Jüngern mal wieder unterwegs und sie fahren mit einem Boot über den See und dann kommen sie, wie kann es anders sein, an dem anderen Ufer an. Und das spricht sich scheinbar immer so schnell herum, denn eine große Menschenmenge kommt zusammen. Und Jesus ist total müde und auch die Jünger sind total müde, so richtig erschöpft. Vielleicht kennst du das auch. Bist einfach so richtig erschöpft und hast eigentlich gar keine Lust mehr auf Leute. Aber Jesus schaut sich diese Menschen an und ist total berührt in seinem Innern und denkt so, ach komm, ich helfe ihnen. Und dann setzt er sich hin und mit der Weisheit, die er von Gott geschenkt bekommen hat, berät er sie. Und genau, und dann kommt so dieser Moment, wo die Jünger Jesus sagen, Jesus, du musst sie nach Hause senden. Schick sie zu McDonald's, schick sie zur nächsten Dönerbude. Und Jesus sagt, gibt's hier denn nichts? Und die Jünger, nee, also wir sind hier mitten in der Pampa, im Nirgendwo, schick sie zurück in die Stadt. Und Jesus denkt sich so, nee, warum sollen wir sie in die Stadt schicken? Jetzt führe ich euch in ein Abenteuer. Und der spannende Moment geschieht, dass Jesus seine Jünger herausfordert. Ja, er fordert sie heraus und sagt, gebt ihr ihnen doch zu essen. Ja, und das ist der erste dieser drei großartigen Punkte. Jesus will dich in ein Abenteuer führen. Und dieses Abenteuer ist manchmal viel näher, als du manchmal vielleicht auch so für dich denkst. Ja, also die Jünger sind dort und es ist eine ganz normale Alltagssituation. Alle sollen was zu essen haben, aber es gibt keine Geschäfte, wo sie kaufen können, weil sie mitten in der Pampa ist. Und Jesus führt sie in dieses Abenteuer. Und Jesus möchte auch dich in ein Abenteuer führen. Den zweiten Punkt, den wir hier sehen, ist, dass Jesus dich immer teilhaben lassen will an dem Abenteuer. Also er will dich nicht nur in ein Abenteuer führen, wo er der große Held ist, sondern er will dich beteiligen. Er will gemeinsam mit dir dieses Abenteuer erleben. Und deswegen stellt Jesus den Jüngern eine folgenschwere Frage. Und er fragte sie, was habt ihr? Und die Jünger mussten überlegen, ja, was haben wir denn? Also wir haben 200 Denar. Also das war die Einheit. Also sagen wir mal, wir haben 200 Euro. 200 Euro, was kann man mit 200 Euro? Wie viele Menschen sind wir denn? Ach, 5000. Wie sollen wir die denn ernähren? 5000 Leute und 200 Euro steht uns zur Verfügung. Das reicht natürlich nicht. Ja, und Jesus sagt, ja, was habt ihr denn noch? Was haben wir denn noch? Und jetzt kommt einer der schönsten Momente in dieser Geschichte von Jesus. Sie finden einen kleinen Jungen. Ja, es könnte dein kleiner Bruder gewesen sein oder deine kleine Schwester. Sie finden jemanden, der sehr jung war und der sagt, naja, ich habe hier mein Pausenbrot, das mir meine Mutter mitgegeben hat. Am Ende waren es 5 Brote und 2 Fische, das Grundnahrungsmittel der Menschen zur damaligen Zeit.
Genau, und dieser Junge kommt und er sagt, das, was ich habe, diese 5 Brote, diese 2 Fische, gerne möchte ich die zur Verfügung stellen, um Teil dieses Abenteuers zu sein. Und manchmal überlegen wir vielleicht auch, oder du als Teenie, also ich meine, was soll Gott in meinem Leben nehmen und nutzen, um was Großes zu wirken? Bei dem Jungen war es sein Pausenbrot. Was kannst du Jesus zur Verfügung stellen, damit du ein großes Abenteuer mit ihm erleben kannst? Und vielleicht geht es dir, und das ist der dritte Punkt, manchmal so wie den Jüngern, dass du die Unmöglichkeiten in Situationen siehst. Vielleicht erlebst du es auch in deiner Familie, dass ihr mit Krankheiten konfrontiert seid oder auch mit finanziellen Nöten und so. Und ich glaube, als Teenie, so in deinem Alter, bekommt man da schon viel mit. Oder du bekommst mit, dass deine Eltern in ihrer Ehe vielleicht auch Schwierigkeiten haben, Herausforderungen. Ja, und denkst so, du siehst nur diese Unmöglichkeiten und was sollst du als Teenie da schon ändern können? Und jetzt kommt der große Tipp. Durch dein Glauben an Jesus hast du ein kraftvolles Gebet. Ja, du hast ein kraftvolles Gebet. Und ich möchte dich total ermutigen, und das ist der dritte Punkt, dass du nicht die Unmöglichkeiten siehst, sondern dass du die Möglichkeiten siehst, die Gott dir gegeben hat. Und eine Möglichkeit ist, dass du einen Mund bekommen hast, dass du Worte formulieren kannst. Und du kannst, so wie die Jünger, bereit sein, das Brot zu verteilen. Denn nachdem Jesus über das Brot und über diese Fische seinen Segen gesprochen hatte, ja, so ein kurzes Gebet, hat er die Jünger das Brot in die Hand gereicht, die Fische gereicht und hat gesagt, und nun geht ihr hin zu diesen Menschen und ihr gebt ihnen zu essen. Und was die Jünger erlebten war, diese übernatürliche Vermehrung, dass sich das Brot und die Fische in ihren Händen vermehrten. Und dazu möchte ich dich ermutigen, dass du bereit bist, für Situationen zu beten, wo du denkst, ich weiß nicht, ob die sich ändern. Vielleicht gibt Gott dir auch so eine Idee, so eine Inspiration, was du tun sollst. Das kann eine Umarmung sein, das kann ein Lob sein, das du aussprichst, eine Idee, die Gott dir schenkt. Hab den Mut, das mit anderen zu teilen. Und ich glaube, dass du genauso wie die Jünger erleben wirst, dass das Kleine, das Gott dir anvertraut hat, dass das ausreicht, um ein großartiges Abenteuer mit Jesus zu erleben. Natürlich gibt es auch diese Woche wieder eine Challenge, ein Action-Step, wo du das, was du heute gehört hast, gleich in die Umsetzung bringen kannst. Und ich glaube, was dir hilft, ist erstens dir die Frage zu stellen, was habe ich, was kann ich geben, was kann ich mit anderen Menschen teilen? Und nachdem du diese Frage für dich beantwortet hast, dann kommt der zweite Action-Step, bring es in die Umsetzung. Setz das einfach mal um. Teil einen Gedanken, teil eine Idee, teile dein Herz mit Menschen, das, was dich für sie bewegt. Sei ein Segen dort, wo Gott dich hingestellt hat. Und dann lesen wir natürlich für die nächste Woche Markus Kapitel 7. Viel Spaß dabei!